Und damit guten Morgen, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu Tag 1 der Deutschland-Österreich-Schweiz-Tour. Ja, ich befinde mich hier direkt vom Altmühlbob, vielmehr hier seht ihr den Speedbob. Ein bisschen rechts neben dran befindet sich noch der Altmühlbob. Zwei Alpine Coaster erwarten mich hier heute. Ja, und die aufmerksamen Zuschauer wissen, dass ich letztes Jahr innerhalb meiner Deutschlandtour im September schon mal vor Ort war, durfte aber leider keine On-Rides machen aufgrund von schlechtem Wetter. Und schlechtes Wetter wäre schlechte Werbung im Internet. Ja, ich habe genau das Wetter heute bekommen, wie ich es mir gewünscht habe, denn ich möchte diese On-Rides unbedingt mitnehmen können. Das ist der Grund, warum ich nochmal hier bin. Ich konnte das jetzt hier nicht links liegen lassen, zumal mir auch noch der Altmühlbob als Count fehlt. Den Speedbob bin ich ja schon gefahren, den Altmühlbob habe ich dann ausgelassen letztes Mal. Ja, weil ich ein bisschen genervt war, gegangen bin, die Leute, die hier arbeiten, haben dann auch quasi ja, direkt zugemacht. Ich war der einzigste Fahrer, die haben mich einmal umsonst fahren lassen. Und dann haben die auch schon Feierabend gemacht, weil die gesagt haben, bei dem Wetter kommt keiner, brauchen sie nicht hier sein. Ja, heute sieht das Ganze anders aus. Ich befinde mich wieder für die nächsten 11 Tage auf der Autobahn, in Hotels und in Freizeitparks. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tue ich jetzt gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir warten jetzt hier noch die paar letzten Minuten, bis hier die beiden Alpine Coaster aufmachen. Werden die beiden direkt mal mitnehmen. Und dann geht es weiter zu Stop Nummer 2. Denn heute an Tag 1 erwarten uns direkt 4 Stops. So, ich gehe jetzt schon mal zur Kasse, gucke, ob ich meine Tickets bekomme. Der Speedbob hat schon eine Testfahrt gemacht, macht jetzt noch eine zweite. Die werde ich doch direkt auch mal abfilmen. Ich sehe gerade den Zug, der hochgezogen wird. Und vielleicht haben wir Glück und wir können auch schon, bevor es 10 Uhr ist, auf die Bobs einsteigen. Schauen wir mal. Geil, ich freue mich. Oh, die Tour geht los. Viel Spaß, Leute. Junge, Junge, diese Bremse von diesem Speedbob ist zu heftig. Ist mir auch damals im September schon aufgefallen, als ich hier gefahren bin. Aber jetzt gerade, wo ich es nochmal gesehen habe, Junge, Junge, müsstet ihr gleich mal echt drauf achten. Eine Einzelfahrt kostet für Kinder 2,50 Euro, für Erwachsene 3 Euro. Als Erwachsener zählt man hier ab 15 Jahren. Und eine Fünferkarte für Kinder für 11 Euro und für Erwachsene 13,50 Euro. Ich werde mir 2 Einzelfahrten holen, umso schneller bin ich auch beim nächsten Stop. Und ja, ich weiß nicht, wie voll es jetzt hier in der nächsten halben Stunde, bis das Ding hier öffnet, noch wird, weil wir haben heute Sonntag. Von daher nur schnell die 2 Fahrten, die Counts holen, die Videos mitbringen und dann geht's weiter zum nächsten Stop. Das war ein Launch-Start, ich schwöre. Ich habe echt nicht viel erwartet. Am Anfang hat auch relativ entspannt gestartet, bis dann so die ersten kleinen Bunny-Hops, die ersten Abfahrten kamen. Da hat er dann ganz schön Speed aufgebaut. Da hatte man dann doch ein bisschen Wind um die Ohren. Ja, also war dann doch besser, als ich gedacht hatte. Und jetzt geht es 2 Runden auf den Speedbob. Hab mir doch 2 Tickets gekauft. Ja, normalerweise kennt man es ja von den Rodelbahnen hier so, dass man entweder links und rechts diese 2 Hebel hat, die man nach vorne drückt, um halt nicht zu bremsen. Wenn man bremsen will, zieht man sie nach hinten. Oder einen einzelnen in der Mitte. Ja, aber der Speedbob hier in Riedenburg, der hat gar nichts. Da sitzt du drinne und genießt einfach. Thank you.
Bremse ist zu geil. Was? Ja. Dieser Speedbob ist zu nice. Erstens allein die Bremse am Ende. Junge, wie hämmert die bitte rein? Und diese Hügel, du hast so geile Floater-Airtime. So was an Glück habe ich mir doch noch ein drittes Ticket geholt. Weil jetzt genieße ich noch mal eine Fahrt. Mehr oder weniger, denn jetzt gibt es noch mal ein Onride für Instagram. So, das war's auch schon hier vom Altbühlbob. Jetzt geht's weiter zum Kurpfalzpark. Den Kurpfalzpark wollte ich in meiner September-Tour tatsächlich auch schon besuchen. Aber der hat aufgrund von schlechtem Wetter dann schon komplett geschlossen, hat auf der Website hingeschrieben. Ja, und demnach musste ich ihn dann auslassen. Aber der wird jetzt nachgeholt. Ab geht es. Und damit herzlich willkommen hier im Kurpfalzpark. Ich werde einfach mal ja, rechts die Runde entlang laufen und mal gucken, was mir als erstes vor die Füße springt. Da springe ich dann natürlich rein. Mit einer Hand lenken, nicht so einfach. Junge, was ist das? So, genug Go-Kart gefahren. Tatsächlich mit einer Hand echt nicht so einfach, weil das Lenkrad voll am Hin- und Herwackeln ist. Mit beiden Händen hat man es dann doch gut im Griff und es bleibt ruhig. Ja, jetzt habe ich gesehen, einige Fahrgeschäfte machen Mittagspause von 12 bis 12.30 Uhr. Demnach werde ich jetzt hier mal eine entspannte Runde laufen und euch das ein oder andere schon mal abfilmen. Hier direkt neben der Go-Kart-Bahn haben wir noch einen SBF Visa Spinning Coaster. Der macht gerade Mittagspause, wie schon erwähnt. Dann haben wir hier noch einen Wasserspielplatz, der natürlich auch noch außer Betrieb ist bei den Temperaturen, wobei es eigentlich schon warm ist. Wenn man das Wasser jetzt nicht eisekalt machen würde, könnte man da tatsächlich schon spielen. Also ich jetzt mit meinem Empfinden an Kälte und ich bin halt auch ziemlich schmerzfrei. Klar, für Kinder sieht es dann auch schon wieder ganz anders aus. Aber auf jeden Fall ein mächtiger, geiler Wasserspielplatz hier in dem Freizeitpark. Letztes Jahr, in meiner September-Tour, wollte ich diesen Park ja schon besuchen. Und da war dieses Fahrgeschäft hier, dieses außergewöhnliche, geisteskranke Wasserrafting, war der Besuchsgrund dafür, weshalb ich hierher wollte. Ich habe ja noch nicht gecountet. Jetzt counte ich, jetzt muss ich so und so hier wegen der Achterbahn. Die Achterbahn kann ich im besten Falle heute alle abhaken, aber hier sieht es irgendwie sehr, sehr schlecht aus. Hier läuft kein Wasser und ich weiß nicht, es sieht irgendwie nicht so aus, als würde es heute noch öffnen. Ich laufe gleich nochmal am Eingang dran vorbei und hoffe, dass es auch nur Mittagspause macht oder irgendwie erst gegen Nachmittag öffnet. Weil ansonsten muss ich tatsächlich nochmal hierher kommen wegen diesem Wasserrafting, weil ich will das fahren. Ich will das einfach fahren. Junge, das ist Marke Eigenbau, also es wurde von keinem Hersteller gebaut. Soweit ich weiß, hat es der Parkbetreiber oder wie auch immer, die haben das selber gebaut oder
keine Ahnung, irgendwie so, Marke Eigenbau auf jeden Fall. Allein diese zwei kleinen geisteskranken Abfahrten hier. Junge, was ist das für eine Abfahrt für ein Wasserrafting? Guckt euch das doch mal an. Ja, ansonsten hatten wir hier noch so zwei Piratenschiffe, wo man draufklettern kann, also reingehen kann und sich dann gegenseitig mit so Pistolen mit Schaumstoffkugeln abschießen kann. Also von links nach rechts, von einem Schiff ins andere Schiff. Ja, aber ansonsten war jetzt hier noch nichts. Klar, der SBF Visa Spinning Coaster, da gehen wir auf jeden Fall zurück. Der macht gerade eine Pause. Oh mein Gott, geil, geil. Ich hoffe einfach, das stimmt. Und das Teil macht gleich noch auf. Also die Hoffnung kommt wieder ein bisschen zurück. Am Eingang steht jetzt, macht auch Mittagspause von 12 bis 12.30 Uhr. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es tagesaktuell ist und nicht wie im Legoland einfach ein Schild hingestellt wird. Das steht dann da ein paar Tage oder Wochen. Was ich faszinierend finde, du hast hier links den einen Parkteil und dann kannst du hier durch so ein kleines Gitter hier rausgehen, durch so ein kleines Tor und bist dann hier auf so einer, ja, ganz normalen Landstraße, Feldweg, wie es jeder kennt. Und dann kann man hier nach rechts in den anderen Parkteil gehen. Theoretisch, da vorne ist die Landstraße ohne Absperrung. Könnte man da seine Kinder rauslassen, die laufen dann hierher und gehen hier rein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier Patrouille gelaufen wird oder natürlich aufgepasst wird. Aber krass. Danke dir. Bitte. Das brauche ich noch. Ich hätte schwören können, ich laufe an den Rutschen vorbei, weil ich sehe alle in- und auswendig kennen. Aber hier die eine Rutsche mit der Helix, die trifft man ja dann doch selten an. Da musste ich dann mal rein. Und ich muss sagen, die Teppiche, Junge, wie rutschig sind die denn? Ich habe das nur auf die Rutsche oben schon draufgelegt, bin so mit den Füßen drauf, das schon direkt so hin und her gerutscht. Ich werde hier so in der Sonne gebraten und ich habe noch nie in so einem, ja, Dreh-Dings gesessen, wo es so anstrengend ist zu treten, Mann. Junge, was geht hier ab? Hätte ich gewusst, dass die Strecke so groß ist, ich wäre hier niemals eingestiegen, Mann.
So, Count Nummer 1 hier aus dem Park habe ich jetzt direkt mal geholt. Was heißt direkt mal? Ich bin schon eine Zeit lang hier. Ja, aber so wie ich sehe, bin ich jetzt mit meinem Rundlauf schon fertig. Ich komme wieder da an, wo ich vorhin angefangen habe. Vielmehr ist jetzt hier wieder der Feldweg auf die andere Seite. Von daher habe ich jetzt hier auf dieser Seite nur noch diese eine komische Wasserbahn, die ich schon von dem Drehmobilen gesehen habe. Sieht genauso kurios aus wie das Wasserrafting. Da springen wir jetzt mal drauf, auf jeden Fall. Wie traurig ist das denn hier drin? Okay, Ansage. Speedlauf. Wie traurig ist es denn bitte in diesem Spiegelsaal-Labyrinth? Richtig dunkel, keine Musik, richtig Totenstimmung. Richtig traurig da drinne. Also die Wasserbahn macht ordentlich nass dafür, dass es so eine kleine, unscheinbare Wasserbahn ist, sage ich mal. Jetzt halt die Frage, wie viel kommt von den Wänden zurück und wie viel spritzt von sich aus selber rein. Aber die Wand muss auf jeden Fall da sein, weil wenn du dann nach dem Drop wieder zurück zur Station fährst, würdest du sonst voll in der Splashzone langfahren. Ja, aber ansonsten, ja, das Ekelhafte ist halt immer der Pelz hier, der nass ist. Das ist wirklich immer ekelhaft, aber ansonsten, obwohl, jetzt wo ich durch die Haare gehe, ja, schon gut nass. Kann man nichts gegen sagen, ist eine gute nasse Wasserbahn. Und jetzt checken wir mal ab, ob das Wasserrafting fährt. Jawohl, Leute, ich sehe es doch schon von hier. Das Wasserrafting fährt, Leute stehen an, das Fließband läuft. Nice. Gefühlt sind es halt wirklich keine Abfahrten, sondern Treppenstufen, die man runterdotzt. Oh Mann, ey, ich will gar nicht länger warten. Rein da. Meine Güte, sieht das geil aus. Junge, es fängt schon geil an.
Boah! Oh Junge! Richtige Spirale hier! Und jetzt geht's ab! Oh. Das nenne ich ja mal eine Eins auf der Arsche. Auf der anderen Seite ist es ein Spiegel mit den Worten, der Grimassenspiegel. Hier kannst du Grimassen machen. Und hier auf der anderen Seite stehen die Leute und gucken dir genau ins Gesicht. Ich hoffe es doch sehr, dass ihr jetzt hinter mir im Hintergrund das Highspeed-Rafting seht. Daraus komme ich jetzt gerade raus. Junge, also, es ist auf jeden Fall anders, es ist komisch, es ist kurios, aber was ein Glück konnte ich jetzt, weil wäre ich wirklich nur wegen dem Teil hierher gefahren, dann würde ich es jetzt bereuen. Weil dafür lohnt es dann doch eher weniger, eher so mittel. Ja, ansonsten, ich bin jetzt hier auch auf dem Turm vom Wasserrafting und habe hier einen perfekten Überblick über den Park. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir erledigt haben und was noch fehlt. Also hier im hinteren Parkteil hatten wir einmal das Spiegellabyrinth, die Marienkäferhochbahn, die Wasserbahn, dann sind wir auch hier mit diesen Drehtomobilen, nenne ich sie jetzt einfach mal. So heißen sie ja zum Beispiel auch im Legoland, aber ich wüsste jetzt sonst nicht, wie man die nennen soll, wie der wirkliche Name dafür ist. Mit denen sind wir gefahren. Ansonsten hatten wir da noch die Rutschen, generell dahin die Ecke, die hat ich euch auch auf jeden Fall abgefilmt, müsst ihr die alles gesehen haben. Und hier noch so ein, quasi wie ein Musikexpress, bloß als Drache. Kann ich euch jetzt auch gar nicht den Namen sagen. Genau, dann haben wir hier, wie gesagt, das Highspeed-Rafting auf der Burg, wo ich gerade stehe. Und hier haben wir dann die andere Seite des Parks, wo wir ja gestartet sind mit der Go-Kart-Bahn, die wir hier sehen. Direkt daneben der Spinning-Coaster, der auch wieder fährt. Das wird unser nächster Halt sein. Hier haben wir noch so eine Art Oldtimer-Fahrt. Werden wir wahrscheinlich auslassen. Vielleicht springe ich nochmal rein für ein On-Ride. Aber ich denke mir, wer wird sich das reinziehen? Ansonsten haben wir noch ein Rundfahrgeschäft und hinten dran nochmal so ein, ja, so ein Felsen mit Dinos drauf und drumherum ist ein Wasserkanal. Der Wasserkanal wird wahrscheinlich wieder eine entspannte Bootsrundfahrt sein. Und der Felsen, den ihr seht, das ist quasi eine Minigolfanlage. Auf 2 Etagen, komplett so ein Ring um den Berg drumherum, verteilen sich dann die Bahnen, die man spielen kann. Und hier sehe ich noch eine Bobkartbahn, die starten wir natürlich auch noch. Ansonsten solltet ihr wissen wollen, wie man hoch auf den Turm kommt. Wir haben hier den Eingang vom Highspeed Rafting und hier ist der Eingang vom Turm. Dann kommt man da hoch und da habe ich eben gestanden, dann hat man einen Drumherumblick über den ganzen Park. Junge, Junge, Junge. Junge, was geht ab? So, ich bin jetzt noch eine zweite Runde gefahren. Junge, die war geisteskrank. Wie geil war die denn bitte nochmal im Gegensatz zur ersten? Also es hätte sich doch safe gelohnt, auch nur fürs Wasserrafting herzufahren. 100%. Junge, was ein geiles Teil. Weltweit einzigartige Rafting-Erlebnis-Wasserrutsche. Das würde ich ganz genau so unterschreiben. Während man drüben auf der anderen Seite vom Rafting, also quasi wenn man jetzt dran vorbeiläuft, einfach über den Feldweg läuft, ist hier auf der anderen Seite ein Tunnel drunter gebaut quasi. Der hat mich vorhin schon getriggert, da durchzulaufen. Weil irgendwie stehe ich auf Tunnels. Ja, ich würde auch sagen, ein bisschen knapp. Ja, und dann kommt man hier raus, wo dann hier das Spiegellabyrinth ist. Und hier dieses Asterix-Boot, der kleine Crazy Plane von Zampella. Ja, also auch für den Tunnel würde es sich lohnen, hier in den Kurpfalzpark zu kommen. Ich passe hier nicht durch.
Ja, und hier kann man tatsächlich auch mit so Tretbooten einmal um die Insel rumfahren. Und wie ich es vorhin schon richtig erkannt habe von dem Turm, befindet sich hier um den Berg drumherum eine Minigolfanlage, ja, die dann feinstens thematisiert ist mit Dinos. Und jetzt, Leute, haltet euch fest, in der heutigen Zeit 2023, wo alles teurer wird, kann man hier umsonst Minigolf spielen. Zumindest die Schläger sind hier und Bälle muss man sich kaufen. Okay, aber trotzdem, das ist ja ein Schnäppchen. Was kostet hier so ein Ball? 1 Euro. Also für 1 Euro kann hier die ganze Familie, ihr könnt mit 8 Leuten herkommen, für 1 Euro könnt ihr hier 4 Stunden lang Minigolf spielen. Ist ja dann doch erstaunlich, wie viel Spaß so ein kleiner Spinning Coaster von SBF Visa macht. Der Grund ist wahrscheinlich dafür, dass du halt seitwärts um die Kurven fährst und dadurch immer so nach vorne gedrückt wirst oder nach hinten. Und das sind halt andere Gefühle und Kräfte, die du sonst auf anderen Bahnen nicht erlebst. So nach vorne oder nach hinten, so dieses seitwärts um Kurven zu fahren. Und ich glaube, das ist das Geile daran. Hat nämlich wirklich Spaß gemacht. Also auch die kleinen Dinger kann man safe mitnehmen, immer mal wieder reinspringen. Da hast du gar keinen Einfluss. Papa, darf ich denn bei dir fahren? Was eine komische, kurvige, verwinkelte Strecke. Richtig dahin geknorkst, irgendwie dahin gepuzzelt. Komisch halt, richtig komisch für ein Bobcart. Für so eine Sommerrodelbahn. Was ich hier geil finde, hier gibt es auch diese Seilbahn, wie wir sie jetzt vor kurzem im Kurpfalzpark gesehen haben. Also im anderen Kurpfalzpark in Wachenhain. Aber hier sind die alle so in einem Halbkreis oder vielmehr generell in einem richtigen Kreis aufgestellt und die führen dann alle zur Mitte hin. Das heißt, wenn man mit mehreren Leuten hier ist und es schafft gleichzeitig zu fahren, trifft man sich dann komplett alle in der Mitte an dieser Stange. Das ist echt cool. Ich weiß doch auch nicht, woran es liegt. Wenn ich euch irgendwas zeige, nur schnell sagen will, erzählen will, erklären will und eigentlich weiterlaufen will, dann entscheide ich mich doch immer spontan um und springe dann doch nochmal drauf. Und so ist es jetzt auch hier mit den Seilbahnen. Ich werde jetzt mal ein Ründchen Seilbahn fahren. Ja gut, okay, es hat sich scheinbar schon erledigt, weil mir gerade eingefallen ist, dass man ja zu zweit sein muss, weil ich jemanden brauche, der hier drauf drückt. Aber, aua, mein Kopf. Oh. Vielleicht kriege ich es ja hin. Ja, easy. Lost Count oder was? Ja, traurig. Vorhin ist der Butterfly noch gefahren. Da habe ich es nämlich gesehen, dachte mir, ach komm, später beim Rausgehen, weil ich will hier ganz normal eine Runde laufen. Ich habe keinen Bock hier so wieder zusammengewürfelt hin und her zu steppen. Wollte ich eine entspannte Runde laufen, was auf dem Weg liegt, einsteigen und so auch mit dem Butterfly. Ja, und jetzt ist er kaputt. Jetzt fährt er nicht mehr. War ich gerade beim Mitarbeiter. Wäre wohl irgendein Problem. Aber was ein Glück, ist es nur ein Butterfly. Der wird eh nicht richtig gezählt.
So, wie ihr eventuell erkennen könnt am Hintergrund, ich habe den Park verlassen, bin jetzt auf dem Weg zum Auto und fahre jetzt zum Rodel- und Freizeitparadies St. Engelmar, wo ich auch letztes Jahr im September während meiner letzten Tour schon war, aber da hatte leider die Sommerrodelbahn geschlossen, weshalb ich jetzt nochmal dahin fahre. Ist zwar kein Count, aber ich möchte euch trotzdem noch die fehlende Aufnahme mitbringen. Junge, geisteskrank, was ist denn hier los? Was geht denn hier bitte ab? Da bin ich ja gleich echt mal gespannt, wie lange ich zu warten habe an der Sommerrodelbahn. Und den Vogel Vuide Sepp, die Achterbahn würde ich auch gerne nochmal mitnehmen, weil die ist ganz schön am Durchfetzen da, im Gegensatz zu da, wo ich hier war. Da war die ja voll langsam, ist sie richtig entspannt gefahren, aber jetzt ist sie richtig am Durchfetzen, so wie ich es damals auf YouTube gesehen habe, weshalb ich ja damals auch hier war. Von daher wird die auch nochmal eine Runde mitgenommen. Und dann denke ich mir, dann kann man ja eigentlich auch nochmal eine Runde den Alpine Coaster mitnehmen, aber ich bin jetzt echt mal gespannt, wie voll es ist. Und demnach entscheide ich, wie viel Fahrkarten, Fahrtchips ich kaufe. Auch hier die Motorikwiese, diese riesen Parcourswiese, habe ich auch gesagt, bei gutem Wetter, ich würde mich hier richtig austoben. Aber da ist auch einfach viel zu viel los an Familien und Kindern, dass ich gar keinen Bock habe, mich noch dazu zu mischen. Was ein Glück, war ich hier letztes Jahr schon mal und habe euch schon alles gezeigt, was es hier so gibt, was es hier zu sehen gibt und zu machen gibt. Ja, falls ihr das nicht verpassen wollt, schaut gerne mal hier oben in der Ecke bei dem Video vorbei. Da verlinke ich das mal, da könnt ihr euch das gerne mal reinziehen. Aber heute werde ich wirklich jetzt nur die 3 Bahnen abhaken. Wenn es überhaupt bei den 3 bleibt, vielleicht mache ich auch wirklich nur 2 oder nur 1 und dann geht es direkt weiter. Viel zu voll hier. Was geht denn hier ab? So, ich habe mir 2 Chips geholt, denn den Alpine Coaster werde ich nicht fahren. Das ist mir einfach viel zu voll. Die Zeit habe ich nicht. Ich muss noch zum Edelwies und will heute Abend eventuell noch auf eine Kirmes oder generell mal gucken, was hier in der Umgebung ist. Von daher starte ich jetzt mit der Achterbahn. Ich versuche in die erste Reihe zu kommen. Und dann nehmen wir auf jeden Fall die Sommerrodelbahn mit, die uns letztes Mal ja komplett verwehrt geblieben ist. Junge, Junge, diese Bahn ist absolut nicht mit September zu vergleichen, was da abging und was jetzt abging. Junge, eine ganz andere Bahn. Bleibt mal alle zu Hause das nächste Mal. Also an sich ist die Sommerrodelbahn echt cool, mit vielen S-Kurven und man konnte sich auch gut reinlegen, aber ey, wenn du hier an einem Sonntag bist und du hast Kinder oder Familien vor dir, Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Ich musste so früh abbremsen und dann auch die ganze restliche Fahrt bin ich so langsam gefahren. Schade eigentlich. Ah ja gut, hätte man sich drauf einstellen müssen, wenn er am Sonntag hergeht. Ich tue eigentlich immer auch den Mitarbeitern sagen, bei mir bitte gerne ein bisschen mehr Abstand, damit ich Vollgas geben kann. Dann sagen die zwar immer, jojo, können wir machen, aber schicken mich trotzdem zur selben Zeit weg wie die anderen immer. Den Alpine Coaster lasse ich tatsächlich aus, also den werde ich nicht machen, noch spontan. Ich hatte nämlich gerade die Überlegung, doch nochmal spontan einen Chip zu kaufen und da auch nochmal reinzuspringen. Aber bei der Schlange, ich warte da locker 20 Minuten, um mich dann letztendlich eh wieder nur rumzuärgern, weil ich die ganze Fahrt abbremsen muss. Also war es das hier schon. Wenn ihr mehr hier vom Rodel- und Freizeitparadies St. Engelmar sehen wollt, wie gesagt, dann klickt gerne mal hier oben in die Ecke, guckt euch das Video an, weil ich war letztes Jahr hier schon mal vor Ort und ja, habe mich hier viel länger aufgehalten, weil ich an dem Tag nichts anderes vorhatte, außer noch den Kurpfalzpark, der wie gesagt geschlossen war.
Von daher hatte ich hier genügend Zeit, habe mich hier ein bisschen aufgehalten, genügend Aufnahmen mitgebracht. Also klickt gerne rein. Ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder im Edelwies. Wie ihr es schon unschwer erkennen konntet, ich bin im Edelwies drinne. Werde jetzt aber erstmal eine Runde hier um den großen Spielplatz laufen, werde mir da alles angucken, die ein oder andere Aufnahme mitbringen, bevor ich dann letztendlich auf den Alpine Coaster und auf diesen, ja, und auf diese Schaukel halt einsteige, in der Hoffnung, dass es bis dahin noch ein bisschen leerer wird. So, dann kann ich erstmal hier rumlaufen, meine Aufnahmen machen und in der Zeit sind die ganzen Leute vielleicht schon mal gefahren und machen sich ab nach Hause, weil die vielleicht auch schon ein paar Stündchen hier sind. Komm, wir gucken mal gemeinsam, was passiert, wenn man hier den QR-Code scannt. Alles klar. Das war dann auch schon alles. Ja, abgesehen von der Ecke da, wo eigentlich alle Fahrgeschäfte auf einem Punkt stehen, was ja eigentlich nur das Doppelriesenrad, die Schaukel und der Alpine Coaster ist. Ah ja, stimmt, und der Maibaumflieger, heißt ja so, ich bin schon der Meinung, gibt es dann hier noch eine riesengroße Wiese mit, ja, verschiedenen Spielgeräten oder auch solchen, ich nenne es mal Musikinstrumenten. Hier sehe ich gerade, haben wir noch ein Streichelzoo, wo kleine Ziegen rumlaufen. Ja, und demnach, ich habe euch alles gezeigt, für mich geht es jetzt in die andere Ecke, wo wir quasi gestartet sind, wo ich schon mal war und wieder weggelaufen bin. Und dann würde ich sagen, wir fangen an mit der Schaukel. Finden wir erstmal den richtigen Namen heraus und dann stürzen wir uns rein. Oh, my God.
So, hier direkt unterhalb der Superschaukel, Superschaukel heißt die Schaukel nämlich, befindet sich noch einmal die L-Schreitbahn und hier noch eine Traktorbahn, nenne ich sie jetzt einfach mal. Da habe ich den Namen noch tatsächlich nicht abgelesen, aber diese Bahn heißt wirklich L-Schreitbahn. So, zur Superschaukel. Also, es ist tatsächlich sehr spaßig. Auch die Kinder habe ich immer gehört, wie sie gesagt haben, oh, jetzt hatte ich einen Kribbeln im Bauch. Auf jeden Fall mal wieder besser, als ich dachte. Ich dachte halt wirklich, das ist so ein Kinderding. Ich nehme es jetzt mit wegen dem On-Ride, aber es hat wirklich Spaß gemacht. 3 Runden bin ich gefahren. Also, was hier gebaut wird, würde ich echt gerne wissen. Es sieht tatsächlich aus, ja, wie eine gigantische Alpincoaster mit einer richtigen Gondel. Ja, die Frage ist, fällt die langsam runter oder auch ein bisschen schneller? Denn eigentlich habe ich gedacht, es wäre so quasi eine entspannte Hochfahrt zum Gipfel des Berges, was da auch immer noch auf einen wartet. Aber hier auf der anderen Seite ist quasi der Lift mit Kabel. Das heißt, diese Gondeln werden hier gerade hochgezogen, wie jeder andere Alpincoaster auch. Komm, wir laufen mal bis dahin, vielleicht sieht man es dann besser. Aber hier geht es dann kerzengerade hoch. Da oben ist eine Station, wo auch noch ein paar Gondeln stehen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das hier auf der GoPro rüberkommt. Ich kreise es euch mal ein. Hier. Ja, und dann geht es hier auch wie ein Alpincoaster halt hin und her runter, bis man hier wieder ankommt. Was ich zur Superschaukel auch noch dazu sagen muss, möchte, die Aussicht hier ist halt einfach perfekt für so eine Attraktion. Gerade wenn du vorne sitzt, Richtung der Landschaft. Junge, perfekt. Braucht noch jemand ein paar Rutschenteile? So Leute, und nun ist es soweit. Ich stehe hier vor dem Alpincoaster. Ich kann euch den Namen jetzt gar nicht nennen, werde ich aber gleich noch nachtragen. Werde jetzt eine Runde mitfahren und ihr werdet es sicherlich mittlerweile alle mitbekommen haben. Ich habe es jetzt schon oft genug erwähnt. Ich habe hier angefangen zu counten. Ich meine, der Name der Tour Counten am Mountain verrät ja auch schon einiges. Und ich weiß gar nicht, ob ich mir die App vor oder nach Silvester, also noch 2022 oder schon 2023 runtergeladen habe. Jedenfalls habe ich alle Parks, die ich letztes Jahr besucht habe, vielmehr die beiden Touren, die Holland-Tour im Mai und halt meine September-Tour habe ich nachgetragen. Genauso wie die 3 Parks, wo ich in Frankreich war. Also beide Disneyland-Parks plus Nigloland und Valigato-Park. Das habe ich nachgetragen und halt, was ich jetzt dieses Jahr schon so im Laufe des Jahres besucht habe. Und dieser Alpine-Coaster hier wird jetzt meine 100. Bahn. Mein 100. Zähler, ja, könnte natürlich was Besseres sein als der erste Meilenstein, sage ich mal, aber könnte auch was Schlechteres sein. Ich will mich gar nicht beschweren, ich will auch gar keine Zeit verlieren. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt an und fahre meine 100. Achterbahn. Ja, das ist niegelnagelneu, was ganz Neues. Mit so richtigen Gondeln wird man dann hier hochgezogen, auch richtig mit Rücklaufsperre, mit den ganzen Zacken. Dann bin ich mal gespannt, wann das öffnet und was das dann sein soll. Höllencoaster heißt der Alpincoaster und aus dem komme ich jetzt raus. Ich komme aus dem Höllencoaster, aus meiner 100. Achterbahn raus. Geil. Und ich muss sagen, ich wusste ja im Vorhinein, dass hier der Alpincoaster komplett die ganze Strecke gebremst wird, also dass er die Bremse schon eingebaut hat. Demnach war ich schon ein bisschen enttäuscht und habe mir gedacht, oh, ein totgebremster Alpincoaster als 100. Bahn, warum muss ausgerechnet der schon gebremst sein? Aber ey, die Bremsen haben ja, also klar, ich habe schon immer gemerkt, wie die Bremsen eingegriffen haben. Aber ey, der hat trotzdem gut runtergefetzt. Also war trotzdem richtig geiler Alpincoaster. Also eine würdige 100 auf jeden Fall. Safe. So.
So, ich komme jetzt nochmal aus einer spontanen Runde Maibaumflieger. Hab nochmal die Aussicht hier genossen, weil die ist hier schon echt brutal. Die ist hier echt geil. Wie gesagt, auch gerade bei der Superschaukel, wenn du da hier Richtung Landschaft sitzt. Junge, einfach nur göttlich. Wirklich 1A. Ja, ansonsten soll es das jetzt auch schon für Tag 1 meiner Tour gewesen sein. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Was hatte ich denn bitte für ein geisteskrankes Wetter? Junge, mein Gesicht brennt, ich bin nass geschwitzt unter dieser Jacke. Die Sache ist, ich hatte einfach keinen Bock, eine dünnere Jacke aus meiner Tasche rauszusuchen und zu ziehen. Dann hätte ich wieder alles unordentlich gemacht. Die, ihr wisst doch alle, wie es ist, wenn man einen Klamotten Teil aus einer Tasche zieht, verwurschtelt alles. Ja, und ich brauche halt gewisse Taschen für meine Kamera, für meine Akkus, für Handy, für Portemonnaie, für Schlüssel. Ja, demnach bin ich jetzt den ganzen Tag hier mit der dicken Jacke rumgelaufen. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Tag 1 neigt sich dem Ende zu. Ich fahre heute doch auf keine Kirmes mehr. Die Kirmes werde ich morgen mit reinschieben. Ja, Tag 2. Was wird überhaupt besucht? Tag 2. Wir fahren in den Bayernpark. Auch im Bayernpark war ich letztes Jahr im September. Aber jetzt über den Winter haben sie eine neue Achterbahn gebaut, die zu meinem Glück jetzt seit vorgestern offen hat. Ganz genau so ist es. Geil. Wird direkt ein neuer Coaster mitgenommen, direkt ein neuer Account. Mal gucken, ein paar Seltenheitspunkte, die gehen aber eh wieder flöten bei Coaster Count, genauso wie bei Maximus, bin ich ja auch am zweiten Tag der Öffnung gefahren. Ja, und dann nach dem Bayernpark fahren wir dann auch auf die Kirmes auf jeden Fall. Und der neue Eingangsbereich, der wurde natürlich auch gebaut, da bin ich aber am Bezweifeln, dass der schon fertig ist, dass man schon durchstehen, durchschreiten kann. Ich glaube, man nutzt noch den alten, aber nichtsdestotrotz können wir uns ihn mal angucken, wie weit ist er denn geworden, wie weit sind sie denn gekommen, wie sieht er denn mittlerweile aus und ja, das werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Ansonsten, das war's mit Tag 1. Ich danke euch fürs Einschalten. War wirklich auf jeden Fall ein geiler Tag 1. Ein guter Einstieg für eine Tour. 4 Stops direkt gehabt. Geile Erlebnisse, geiles Wetter. Ja, ansonsten, das soll's gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr schaltet bei Tag 2 wieder ein. Und bis dann würde ich sagen, macht's gut. Ciao, ciao. So, genug Go-Kart gefahren. So, genug Go-Kart. So, genug.